Hallo, ich bin Reik Mczynski und werde für Sie jetzt einen wunderbar einfachen und schnellen Ciabatta-Auflauf Caprese machen. Dafür habe ich mir schon mal Ciabatta in mundgerechte Würfel geschnitten und bei 200 Grad für 5 Minuten im Ofen gebacken. Das geben wir jetzt in eine große Schüssel. Hoppala, vielleicht schaffen Sie es, dass weniger daneben geht. Dazu kommen getrocknete Tomaten, schon abgetropft, frisch gehackte Petersilie und in diesem Fall Büffelmozzarella, ebenfalls gehackt. Der Büffelmozzarella unterscheidet sich ganz einfach vom Kuhmilchmozzarella durch die Milch und ist von der Konsistenz her sehr viel schöner und auch wesentlich aromatischer. Zu dem Ganzen kommt nochmal ausgelassene Speck und Zwiebeln dazu. Das gibt Pep und rundet das Ganze sehr schön ab. Um nachher etwas Bindung zu erreichen, geben wir Milch und Eigelb zusammen in eine Schüssel. Würze gleich mit etwas Salz, Pfeffer und natürlich frisch geriebener Muskatnuss. Das Ganze schön verquirlen und ebenfalls zu der Brotmischung dazugeben. Alles gut durchmischen und schon haben wir die halbe Miete. In der Zwischenzeit habe ich mir das vorher getrennte Eiweiß schon mal schön steif geschlagen und auch Sie können übrigens überprüfen, ob es richtig steif ist, indem Sie einfach die Schüssel mal hinterher über den Kopf halten. Ja? Das Ganze jetzt unter unsere Brotmischung geben, schön locker unterheben. Wir machen das deswegen, weil durch das steife Eiweiß nachher die Sache zwar fest bleibt, aber trotzdem locker und fluffig daherkommt. Gut, jetzt das Ganze in die vorher gebutterte Auflaufform. Ruhig lockerlässig einfüllen und bei 200 Grad für 30 Minuten auf der zweiten Schiene von unten ins Rohr. Nach Ablauf der 30 Minuten holen wir unseren Auflauf auf zum Ofen und sind schon fertig. Perfekt, einfach und lecker. Schön für jeden Tag. Guten Appetit.